Oh, das ist doch voll. Also wer kommt auf so Ideen, dass man die Blöcke wegschießt und die da drunter spawnen dann wieder und so. Ja, und man lernt. Drei Drecksackblasen. Weißt du, Daniel, früher hat man aus den Gegebenheiten des Spiels gelernt. Und heute wird einem der Text entgegengeschmissen, so wie, ja, wenn du diese Blöcke zerstörst, werden sie nach einiger Zeit wieder wiederkehren. Ja, ist so, ist so. Aber früher, weißt du, so ein Spiel hat vielleicht, keine Ahnung, wie viel Entwicklungszeit, eine Woche? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... Nein, die hatten auch Jahre, aber da war die Technik noch nicht vorangeschritten. Auf jeden Fall bist du mit so einem Spiel, was weiß ich, wie lang beschäftigt, wenn du es richtig spielst. Die Leute hatten damals echt noch die Geduld, das tausendmal durchzuspielen, obwohl es... Ja, ich weiß nicht. Naja, bei Metroid ist zum Beispiel auch so der Fall... Das Spiel hat einen Ingame-Counter und je schneller du bist, desto anders wird das Ending. Achso, okay. Und nur dadurch, dass manche Freaks sehr schnell waren, wussten sie, dass Samus eine Frau ist. Oh, okay. Warum? Was kommt denn bei einem anderen Ende? Ich weiß, bei Super Metroid ist es eben so, dass je länger du brauchst, dass Samus nur einen Teil ihrer Rüstung entfernt. Und wenn du ganz schnell bist, dann steht sie am Ende der Credits in ihrem schwarzen Bikini da. Oh Mann. Hauptsache mal die notgeilen Gamer haben ihre... Hallo, das kommt von Nintendo! Nintendo ist der größte frauenfeindliche Haufen, den einen jemals untergetreten ist. Na, die machen doch die ganzen Frauenspiele wie Cooking Mama und so, die unterstützen die doch. Also die machen die nicht, aber die unterstützen die doch. Cooking Mama und wie heißt der SingStar Scheiß, ist doch alles. Der SingStar ist von Sony. Aber ist doch alles B-Shit. Nein, SingStar ist immer noch PlayStation Shit. Oder Just Dance. Alles Shit. Just Dance ist noch Multi-Console Shit. Ja, apparently ist da Xbox exclusive. Alles Bullshit. Hey, apropos, da habe ich irgendwo einen Kommentar gelesen, dass jetzt Just Dance, weil es auf der Xbox ist, jetzt ist es halt eben ein geiles Xbox-Game. Wie? Weißt du, hin und wieder denke ich mir, was ist bloß los mit den Gamern? Früher brauchte man kein Just Dance. Nein, wer braucht das denn heute, bitte? Für eine Party vielleicht, ja, aber selbst da sieht's ja noch lächerlich aus, wenn da vier Leute vom Fernseher rumhampeln. Ja, aber bei Kinect humpelt man auch nicht rum. Da macht man die Bewegungen. Sieht trotzdem scheiße aus, weil die meisten es nicht können. Ich glaube, du bist falsch gegangen. Ne? Ja, ich bin richtig. Es ist einfach zum Verzweifeln. Oh nein, ich bin doch falsch. Ich sehe gerade, wo ich bin. Daniel, du bist schuld. Ja, aber ich habe dir doch gesagt, dass du falsch bist. Aber nein, glaub mir nicht. Patte, glaub mir nicht. Nö. Lässt dich lieber von dem Punk-Igel killen. Und... And shit. Punk Eagle Kill and shit. Oh. Das ist auch fies, diese Mauern mit diesen Blöcken, die dann respawnen und dann springst du vielleicht genau in dem Moment, spawnst so einen Block und dann bist du gefickt. Ist doch assi. Nein, Dani macht alles wieder schlecht. Ja, und ich benutze schon wieder die Fäkalsprache. Wie du es einfach nicht leiden kannst, wenn ich Fäkalsprache benutze in Let's Plays. Dabei geht ja die ganze... Wenn du es zu sehr machst, dann ja. Und apropos, ich will ja nichts sagen, aber du hast mir diese Standpauke am Anfang auch gehalten. Bullshit, hab ich gar nicht. Doch, hast du. Da hab ich erzählt, dass du es sachlich machen sollst und viel über das Spiel reden sollst und so, ja? Und einmal habe ich dann in ein paar zu viel geflucht und hast du gesagt, ja, aber ich fand das jetzt nicht so toll, dass du da so geflucht hast und... Das glaube ich nicht. Boah, ich gehe gerade komplett falsch. Ja, keine Ahnung. Das ist so, wenn man so labert und so. Du bist schuld. You don't know, Barmer. You don't know anything. Was, du bist jetzt echt so... Oh, du hättest also gar nicht hier lang gehen müssen. Du hättest... Nein, ich wollte runter zu Ridley eigentlich. Boah. Ja, okay, habe ich mich halt eben verlaufen, okay? Okay, ja. Hab ich halt eben mal den falschen Weg genommen, okay? Tut mir leid, kann auch mal jemandem passieren.
machen wir halt wieder das, was wir am besten können. Ziehen wir ein Display künstlich in die Länge. Das machen wir auch bei Borderlands immer so. Ja, aber du, weil du so meinst, ja, wir müssen alle Nebenmissionen machen, weil, ja, das wäre so mir total lieb und so. Und mal Borderlands. Borderlands, sonst kackt man ab. You fucked up. Also bei Borderlands, die Nebenmissionen sind halt keine Nebenmissionen. Es sind im Prinzip auch nur Missionen, die du machen musst, um die Story durchspielen zu können, weil es sonst einfach zu schwer wird. Ist so. Gehst du jetzt ganz runter? Ja. Ich muss auch ganz runter. Ich weiß, aber... Gehst du jetzt ganz runter? Nee, warte, aber du... Gehst du jetzt schon direkt zu Ridley? Ja. Oder sammelst du noch dieses eine Dings da? Was sind denn das? Die eine Rakete, meinst du? Wenn ich zu der gehen würde, müsste ich wieder einen kompletten Umweg gehen. Was steht da? WWE... Bean? Was? Das, was da unten noch ist. Da ist doch auch noch irgendwie so ein Gegenstand. Über den zwei Raketen da. Ach so, du meinst den Wave Beam. Ja, okay. Ja, aber den will ich nicht. Warum? Was kann der denn? Er kann zwar durch Wände schießen und so, aber... Der Ice Beam ist viel besser und... Das Problem ist, ich brauche den Ice Beam, wenn ich zum Beispiel zu Crate gehe. Und dann müsste ich wieder wohin rennen und mir den Ice Beam holen und... Ah. Und dann könnte sich der Lee-Spieler aufregen, warum ich das Let's Play so künstlich in die Länge ziehe. Ich habe schon mal einen Testrun von dem Spiel gemacht, damit ich mir direkt merke, was ich mache und wohin ich gehe. Du ziehst mich aber auch zu allem auf hier. Kann ich nicht fassen. Gibt es ja nicht. Nee, gibt es ja nicht, ich bin ein Lee-Spieler. Was es sagt, merkt er sich und dann zieht er mich. Ach du Scheiße, was ist das denn? Okay, das sind die, Das sind die Meta Knights. Meta Knights und diese aus komischen... Curly. Und das sind die, Das sind die Fluffy Puffy Killerbälle. Genau, Fluffy Puffy Killerbälle. Und das sind die, Das ist Biene Maya. Mutierte Biene Maya. Nein, das ist Biene Maya. Mutierte Biene Maya. Maya, Maya. Oh nein, die Fluffy Puffy Killerbälle. Ah. Ah. Gib mir aus dem Weg. Du hast gerade übelst fertig gemacht. Yep, und deswegen habe ich mir auch noch den Warrior Suit geholt, weil wenn ich mit dem normalen Suit hier reingegangen wäre, wäre das ein Totschlag für mich gewesen. Ja, ich glaube auch. Wow. Oh Mann. Du bist jetzt da in diesem mittleren Dings da. Ja, nochmal runter. Bei der, noch runter. Ja, das Sackgasse da hinten, ne? Ja, weil da ist eine Rakete, aber da komme ich nicht hin, weil ich genau dann in eine Sackkasse komme, aber du sie gesagt hast. So, aber das ist der richtige Weg. Und noch mehr Drecksackblasen. Ja. Oh, oh mein Gott. Drecksackblasen, ey. Mann, da bin ich mal fertig. Feuerwerk! Ach, steckt ein Feuer. Oh mein Gott, können die sich unsichtbar machen oder was war das jetzt? Nein, das ist einfach nur kurz Screenflackern, das hatten die alten Konsolen so an sich. Achso. Wenn Objekte am Rand des Bildschirms kommen, dann flackern die gerne. So. Da kann ich ja jetzt nicht so viel sagen, aber wie ist denn die Musik von dem Spiel so? Gibt's überhaupt eine? Es gibt Musik. Die wirst du dann hören, ich meine. Nö, höre ich ja nicht. Dann, wenn du dir das guckst. Ja. Deswegen, ist sie gut in dem Spiel oder ist sie nicht? Oh, ich find den Metroid Soundtrack richtig geil. So, okay, jetzt in normalem Metroid kommt das jetzt nicht wirklich rüber, aber speziell wenn man diese Lieder dann in Super Metroid hört, dann hat man so ein gewisses Gefühl dafür. Okay. Ja. Oder der Great Soundtrack hier in diesem Spiel immer noch geil ist. Ja, ich hab. Das heißt, gleich bin ich bei Ridley. Nur noch diesen Gang. Okay. Wo ist denn Ridley? Ist der auch unten auf der Karte angezeigt? Yep. Da ist was Schwarzes mit was Violetten. Das Lila, ne? Yep. Das Ridley. Ja, aber du bist doch jetzt gerade... Ich bin auf dem Weg zu Ridley. Du bist jetzt eins runtergegangen und jetzt... Ah, okay. Und das sind die Fluffy-Puffy-Killerbälle. Und was ist das denn? Das war Herbert.
Herbert, oh. Ein grüner Fluffy-Puffy-Killerball. Oh nein. Und Meta Knight. Oh, geh zurück nach Kirby, Meta Knight. Nobody Meta wants you here. Nein. Okay, Moment. Lieber ein Self-State setzen und rein. Und rein zu Ridley. Mit seinen Feuerballen, die ich eigentlich alle einfrieren kann. Sieht so wahrhaft heftig aus. Jetzt von hinten. Ernsthaft? Warum nicht? Ja, aber, das ist doch voll Cheating. Wie viel hält der aus? Wow, 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 wow. Und deswegen wollte ich genau das so machen, weil die Feuerbälle mir sonst wirklich in den Arsch treten. Oh, oh shit. Ah, ich muss da wieder hoch. Oh mein Gott. Nein. Slowdowns. I hate them slowdowns. Oh. Und jetzt tritt ich dir wieder in den Arsch, du verdammter Drache. Aber wenn du ihm in den Arsch treten würdest, dann würdest du hinter ihn springen. Du trittst ihm gerade gegens Knie, also du trittst ihn eigentlich gar nicht, aber... Oh mein Gott, pass auf, die Feuerbälle, oh! Feuerbälle auf Doom und Tod. Und yeah, explodiert, natürlich. Und warum ich hab Haufen die? Raketen gekriegt. 99, ja, warum nicht? Natürlich. Wer erstmal braucht die Tür 10 Schüsse, um aufzugehen? Ah! Stop! Stop this shit! Meta Knights und what the hell? Es gibt hier einen Bereich, auf der ich auf der Lava stehen kann. Achso. 4 Energy Tanks. Ah, mein. Oh yeah! You've done it. You've done it. Das war mal wieder so gutes Daniel-Englisch. Oh Gott. Ah, na los, spring hoch. Wieso? You've done it ist korrekt. Echt? Ja, you have done it. Du hast es geschafft. Oh. Was? Das ist, Herbert hießen die, ne? Ja, genau. Ja, das war Herbert. Ja, Herbert. Ich kann es ja Roland nennen. Robert. Robert. Robert! Essen kommen! Mach mal was so. Red wie Plattform, Mate. Das ist wieder Zeit für Luxus aus Salzburg in der Karibik. Ich hab schon mal den Helikopter gerufen. Die waren sogar mal vor kurzem, ist auch jetzt glaube ich ein halbes Jahr oder so her, waren die auch in meiner Stadt. Ach Gott. Ja. Ja. Da kamen bestimmt die ganzen Groupies angelaufen, die gleichen Typen, die Daniela Katzenberger auch feiern, und haben dann so gesagt, ey, yo, die Geißen sind hier, geil. Mit ihren zwei verwöhnten Gören. Ja, natürlich, jeder der Reiche ist verwöhnt. Ja, aber die Kinder von denen, die sind echt schlimm, die sind, boah. Dann möchtest du so derweil deinen Controller in den Arsch schieben, das Headset, mit PC rein. Ja klar, das sind so zwei Klischee-Blondinen, weißt du, hier erst 4 oder 5 Jahre oder 6 Jahre alt, keine Ahnung wie alt die sind, und dann hier ist schon so Schminking und Styling und Handtaschen kaufen und Bullshit, ey. I call that Bullshit. Bullshit. Biene Maya und Fluffy Puffy Killerbälle. Mutiert die Biene Maya bitte. Die Geißen sind total bekloppt. So. Das war das Falsche. Achso. Yay. Ah, das Spiel kann einen echt verwirren, selbst mit Map irgendwie. Es ist nicht so schwer, nicht so leicht den Überblick zu behalten. Ja. Das Spiel hat's halt eben an sich, sehr gemein zu sein. Oh Kacke. Jetzt hab ich dieses Stück Papier hier runtergeschmissen. Oh nein, wie konntest du nur, Daniel? Grauenhaft. Daniel, weißt du, wie wichtig das für mich ist? Blatt Papier, dass ich das runtergeschmissen habe. Ja, weißt du, wie wichtig das für mich ist? Nee. Genauso wichtig, als würde in China ein Sack Reis umfallen. So viel Wichtigkeit hat dieses... Nein! Scheiß D-Pad von der Xbox! Ich hab ihn nach unten gedrückt.
und wieder nach oben. Wir fahren heute auch. Öfter auch so hübsche Aufzugmusik. Nein. Dann mache ich die Aufzugmusik ab jetzt immer selbst.